Hallo zusammen. Heute probieren wir ein Swipe Pur aus. Dazu kommt Weiß unten drunter. Dann mache ich nochmal einen weißen Streifen, einen breiten Streifen hin. Dann kommt Gold auf zwei Seiten. Einmal ein dunkles Blau und echt rot ist es, glaube ich. Dann Schwarz drüber, nochmal Weiß drüber. Und dann wird es so weggeswiped, also weggewischt. Und dann soll da coole Sachen rauskommen. Ich habe das noch nie gemacht. Wir probieren das aus und schauen, ob es funktioniert. Dazu, ups, jetzt erst einmal den Hintergrund komplett in Weiß. So, ein bisschen schön verteilen, dass alles gleichmäßig ist. Ein bisschen noch auf die Ränder achten. Einmal da überall schön was drüber. So. Und jetzt kommt Weiß nochmal quasi in die Mitte rüber, dass man so eine schöne Grundlage zum Swipen hat. Oh. Jetzt hatte ich irgendwoher schon was drin, das ist aber nicht so schlimm. Jetzt habe ich gesagt, Gold als erstes. So. Dann auf eine Seite blau. Und auf die andere Seite rot. Dann einmal schwarz drüber und einmal weiß drüber. Mittig. So, und jetzt weiß. Das ist immer so ein bisschen lustig, weil das hat ein bisschen anderen Verschluss. Ui, viel zu viel. Naja, wird schon klappen. Und jetzt soll das geswiped werden. Dazu nehme ich solche Karten. Ich habe noch keine Plastik-Swipes. Aber ich denke, mit den Karten geht es auch. Wichtig ist, dass man die immer zwischendrin sauber macht oder neue verwendet nach jedem Swipe. Denke ich mal. Ich swipe jetzt einfach mal hier nach da. Zack. Mach es sauber. So. Und nehme dran. Zack. Sauber machen und hier noch einmal zack. Wenn ich die jetzt sauber mache, kann ich die eigentlich auch auf der anderen Seite verwenden. Was ich aber für die andere Seite mache, ich hätte jetzt gern noch mal ein Stück Weiß dabei. Ich nehme mal, ich habe hier Weiß noch in einer kleinen Flasche. Nehme ich auch mal. Mache ich das noch einmal drüber. Und swipe jetzt die andere Richtung. Mal wieder an. Ich gehe ein bisschen hier drüber, dass ich auch das Schwarz mitkriege. Oh. Ich brauche hier mehr Platz, damit die Hand komplett durchlaufen kann. Ich gehe mal davon aus, dass das sinnvoll ist. So, und hier jetzt. Ja, super. Geilo. Und hier.
So, weil mir diese Lücke hier jetzt natürlich nicht gefällt, gehe ich hier einfach nochmal drüber. Hab's ja nicht ganz weggekriegt. So, das sieht jetzt zwar komisch aus, aber ich swipe dann nochmal drüber. In der Hoffnung, ich nehme eine neue Karte, weil ich habe da jetzt so einen Knick reingemacht. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Ja, geil. Und man sieht schon, wie hier so, wie so Sterne rauskommen. Wir gehen jetzt mal noch mit dem Flambierbrenner drüber und lassen alle Blasen aufpoppen. Und ich glaube, dann kommen noch mehr so tolle Sternenzelleffekte raus. Vielleicht machen wir das mal nicht ganz so heiß. So, cool. Ich finde es ziemlich cool. Ich glaube, das nächste Mal lasse ich das Weiß am Schluss noch weg. Das können wir ja dann als nächstes probieren. Und dann hat man so eine Art Sternenhimmel. Ich nehme euch gleich mit auf den Close-Up. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da und ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mittwoch. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüssi!